Hi Leute und willkommen zurück bei Assassin's Creed Chronicles India. Ja, wir haben in der letzten oder beziehungsweise in der ersten Mission ein paar Upgrades uns verdient. Und zwar erhöhte Gesundheit, aber es wird stärker und kann mehr Schaden einstecken, bevor er stirbt. Ich weiß zwar nicht, womit wir das verdient haben, mit Sicherheit nicht mit Recht so schlecht, wie wir gespielt haben. Aber ich nehme es einfach mal, ne? Und weiteres Upgrade, Körper schneller tragen, aber es kann Leichen und Bewusstlose schneller tragen und hat mehr Zeit, um sie zu verstecken. Das ist gut, das hätten wir eben schon gebraucht. Dann wären wir nicht so leicht entdeckt worden. Freigeschaltet, Kampfsprint. Drücke im Kampf X und halte den linken Stick nach irgendeiner Seite gedrückt, um den Gegnern entgegenzusprinten. Dies ist sehr nützlich bei Gegnern mit Feuerwaffen. Hat er recht, hat er recht. Die Chakrams freigeschaltet. Wähle Chakram, indem du halte links L1 gedrückt und bewege zum Zielen den rechten Stick, drücke R1 zum Werfen. Der Chakram kann an Gegenständen abprallen und so auch schwer erreichbare Ziele treffen. Ich hoffe, das wird mir physikalisch gut angezeigt. Die Rauchbombe wurde freigeschaltet. Wählen Sie Rauchbombe auf L1, R1. Gegner im Wirkungsbereich der Rauchbombe können nicht sehen, bis sich der Rauch gelegt hat. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Oh ja, oh ja, Sprungkill, Sprungkill. Spring in Richtung eines arglosen Gegners und drücke Viereck um einen Sprungkill. Sehr schön. Oh, und den Rutschkill natürlich. L2 drücken, um zu rutschen und dann, um ihm die Eier aufzuschlitzen. Dies ist nur bei arglosen Gegnern möglich. Das macht gar nichts, ne? Nehmen wir. Nehmen wir. So, Schäferstündchen vorbei. Ja, gut. Must you leave so soon? I'd like to show you how good I have become at your magic tricks. That I'd love to see. Should I pick a card? It's the Queen of Hearts. Very funny. You may be surprised to know that I have a concealed blade on me at all times now. Really? I probably haven't searched you thoroughly enough. Maybe you should search me now. Oh, bitte nicht. Bitte nicht jetzt. Sorry, my love. I have to meet with a Mead. He believes the Templars are looking for the Kui Nor again. I told you, Keegan, it was unwise. That's why I gave it to Amid. Just be safe, my love. Don't do anything crazy. Natürlich nicht. Assassinen tun sowas ja nie. In keinem Assassin's Creed Teil. Aber es kann sich Gegner jetzt im Kampf stellen. Möchtest du das Kampf-Tutorial abschließen? Wollen wir? Na gut. So, Viereck für Standardangriff. Ja, das finde ich gut. Um nach hinten zu schlagen. Oh, hallo. Das hätte ich eben schon gebraucht. Was war denn? Das habe ich ja nicht gelesen, was das war. Schwerer Angriff, okay. Bam. Nun musst du dich verteidigen. Hallo. Ja, ich kann das auch rückwärts, ne? Überhaupt kein Problem. Und rückwärts. Und nochmal rückwärts. Ja, müsste ich mich nochmal... Alter, dreh dich doch mal um. Wie drehe ich mich denn um? So geht das. Vorsicht, du kannst dich nicht über Gegner mit Gewehr abrollen. Drücke, wenn die Ziele hier rot ist. Okay, Kreis drücken. Ja, ja. Au. Jetzt. Nochmal. Komm. Sprinten! Okay, weg. Und hin. Und weg. Und hin. Und weg. Ja, ich kann das ganz gut. Und jetzt. Nein, nach oben. Mein Gott. Okay, das Kampf-Tutorial war nochmal sinnvoll. Und der vermisste Mentor. 1841. Amritsar Stadt. Am nächsten Morgen soll Abbas mir sein. Was? Am nächsten Morgen soll Abbas Mia, achso, Abbas Mia ist sein Name, sein Mentor Hamid treffen. Die Präsenz der Templer in Amritsar wird stärker und Hamid ist besorgt, dass sie trotz der vermeintlichen Zerstörung des Diamanten nach dem Koh-i-Noor suchen. Abbas lässt seine geliebte Prinzessin Puara Kao in der Sicherheit des Palastes zurück und durchquert die geschäftige Stadt, um zum Treffen zu gelangen, bevor die Templer merken, dass sich der Diamant in Hamids Obhut befindet. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ohne Umschweife, Leap of Faith. Jawohl, ja. Oh, hallo. Ich bin gut und du bist tot. So, ich würde sagen, heute ist der richtige Tag, um ein bisschen zu metzeln.
Das sage ich bei Assassin's Creed immer ein bisschen häufiger, als mir gut tut. Identify yourself. Yes, I will identify myself. Over no, there! Not right now. Ah, hinter! Du siehst mich nicht. Achso, ich kann ja jetzt kämpfen, ne? Au, 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 au. Ja, also kämpfen kann ich. Gut. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nobody's perfect. My name is nobody und so, ihr wisst das. Also nochmal. Fangen wir mit dem guten Leap of Faith an. Das können wir. Nee, nicht mal das können wir mehr. Es geht da nieder. Ich sollte aufhören mit Assassin's Creed spielen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich werde zu alt. So, hier, den. Hast du jetzt davon? So. Hier hinter bitte. Genau, so wollte ich es haben. Yep, das ist der Plan. Identify yourself. Get him! Na los. Alle guten Dinge sind drei, ihr wisst das. Diesmal ohne Kampf. Klappt garantiert besser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was soll ich euch nur bieten? Es klappt doch alles nicht. Ich bin zu doof. So, jetzt alles nach Schema F, ne? F wie Viereck. Genau, das klappt noch. So, die lasse ich jetzt gleich an mir vorbeilaufen und dann renne ich weg. Ohne Kampf, das war ja der Plan. Lots of guards around. I need to get to Amir before they do. Lalala. Und weg. Noch kann ich ja weiter. Was bist du denn? Schütze der Ostindien. Nein. Okay, erstmal hier hinter. Nein, nicht schon wieder hier hin. I've heard Captain Burns is personally leading the capture of that assassin mental. Das geht? Really? Burns is here. Oha. Das wusste ich nicht. Hätte ich vielleicht mal wissen sollen. Nein! Oh, es ist schon wieder Herzinfarkt hier. Okay, weiter. Hier ist ein Vorhang. Und hier ist eine Truhe. Hier musste ich gar nicht lang. Das ist nicht gut. Net Gott, net Gott. Okay, dann müssen wir bestimmt hier rein. Schattengold! Also sneaken können wir noch. Um die verschlossene Tür zu knacken. Tschüss. Geht auch. Ich nehme den mal. Und werfe ihn da rein. Dokumente von den Templerwachen stehen. Eins von drei. Okay. Tür knacken. Das können wir mittlerweile. Haben wir gelernt. Müsste ich die auch knacken? Erstmal, ich weiß noch nicht, ob das gut ist, ob ich den vielleicht als Fluchttür brauche, aber jetzt geht's erstmal hoch. Kann ich hier nicht so, so... Ja, genau, den wollte ich machen, den Rückwärtssprung. Bringt der mir was? Eher nicht gerade. Dann, ich möchte hier vielleicht rein. Nein, geht auch nicht. Schade, hier hatte ich wieder so eine Truhe erwartet oder irgendwas in der Richtung. Okay, dann ab durchs Fenster, ein bisschen rumspannen. Wir sind hier alles abgeschlossen. Sehr vorsichtig, die Leute hier. Verstärkungsgebiet. Also, erstmal hier runter. Erstmal hier eine Runde rum. Aha. Nicht hochgucken. Nicht hochgucken. Ich sagte nicht hochgucken. Echt jetzt? Wollte mich gerade verarschen? You, stop.
Scheiße. Wahrscheinlich kommt der andere jetzt auch einfach raus und dann sind sie beide auf einmal da, ja? Na, hier wird er mich erstmal nicht sehen können. So. Den hätten wir. Ich überlege gerade. Ich warte, bis der nächste einmal durchgegangen ist. Und dann werde ich mir erstmal den Schützen der Ostindien-Kompanie vornehmen. Sicher ist sicher. Und den letzten, den kann ich dann ja eigentlich da lassen. Das müsste ja egal sein. Na komm, geh weiter. 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 New Kim. Okay, da brauchst du noch einen kleinen Patch. So, jetzt ist aber die Frage, wo wir dann hin müssen, ne? Also der eine guckt nicht mehr nach unten, das ist ja schon mal gut. Dann können wir dann einfach so einen tiefer gehen? Sieht zumindest gerade so aus. Okay, jetzt ist der nette Herr auch wieder da. Bam. Nee, da jetzt gerade nicht. Wie kann ich mich denn hier richtig hinhängen? Los, häng dich hin. Nee, ich will glaube ich hier erstmal auf die Seite. Jetzt konnte man sich doch mit irgendeiner L-Taste, genau, L2 war's. Damit konnte man sich jetzt hier rannageln. Jetzt komm raus. Willst du nicht mehr? Na gut. Nicht irgendwie rein? Okay, dann scheint es hier lang zu gehen. Und sliden, sehr schön. Assassine Silber, ja gut, der eine ist einfach. Was möchtest du mir damit sagen? Dass ich gleich tot bin, wenn ich jetzt hier lang gehe? Möglich. Oder auch nicht. Hat gerade nochmal so geklappt. The Chakram of the Walls. Sollte ich vielleicht mal hier runtergehen? Chakram. Ding. Achso. Genau, hier sehen wir mal. Ah, schön. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ne? Ding, ding. Leap of Faith. Ah, jetzt kommen wir hier auch zur Karte. Schön. Schön. Hier sind wir. Da oben müssen wir demnächst mal hin. Und es geht noch einen Tick weiter auf jeden Fall. Hier hat ein Blumentopf gelandet oder ein Apfelpot. Applepot. Oswald, ne, Oswald Cobblepot. Der Name, unter dem man ihn wahrscheinlich besser kennt, The Penguin. Ne, ne, das ist richtig so. Das muss so. Oh, hallo. Was ist das? Nix, alles gut, alles gut. Who's there? Nobody. Intruder! No, no intruder, oh no. Oh no. Nein. Nein, 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 rüber. Over here! Help! Siehst du mich echt nicht? Finde ich gut. Ich bewege mich jetzt doch nicht ein Stück. Dann hast du mich ja gleich wieder tot. Na gut, ich bewege mich doch ein Stück. This way! This way! Ja, komm her! Komm her, komm her, komm her, komm her! Didi. Here! Here! Over there! Oh nein, falsche Taste. Falsche Taste. Nein, 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 nein. Wieder falsche Taste. Es ist doch immer Kreis zum Parieren. Es klappt noch nicht. Okay. Na komm her. Willst du hier nicht gerade rauskommen, du Typ?
Dreh dich doch um. Blöd, Mann. Umdrehen. Kann ich die Chakras eigentlich auch so werfen? Dass der dadurch getroffen wird? Wie kommt er jetzt nicht raus? Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal einen Chakram-Wurf, extrem geil. Ding. Sag mal. Das finde ich auch immer ein bisschen scheiße, ne? Dass die so viel aushalten dann. Ich meine, was willst du denn sonst machen? Ja, ja, ist okay. Ja, ja, ich habe dich eben schon gehört, das ist keine Sorge. Mr. Cobblepot. Oh, komm, 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 komm. Identify yourself. Assassin! Help! Komm, weiter. Ah. Ah, jetzt hat es geblockt, immer geklappt hier. Oh nein, jetzt hat er mich niedergeschlagen. Oh mein Gott. Wie? Ah, regt mich das gerade wieder auf. Einfach mal ordentlich. So. Schön, dass jetzt beide da sind. Alles gut. Alles gut. Trag dich mal hier hin. So, weg mit dir. Maybe I'm hearing things. Yes, you're right, you're hearing things. So. Kann ich mit den Chakrams jetzt eigentlich das Seil kaputt machen? Ich will es zumindest mal probieren. Ich glaube zwar nicht, aber... Das heißt, ich muss mich hier wirklich dran festkrallen und während ich mich daran festkralle, eine Bombe werfen. Get him! Och nö! So, jetzt aber, jetzt stirb doch bitte! Ich hab doch geblockt, ich habe geblockt, ich bin mir ganz sicher, dass ich verdammte Scheiße geblockt habe hier. Meine Güte, also nochmal. Muss doch klappen. So, erstmal hole ich jetzt hier die Chakrams. Identify yourself. Assassin! Na toll. Das klappt alles nicht so, Leute. Das klappt alles noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Also, schauen wir mal. So, der dreht sich jetzt erstmal alle Nase lang um, was mir schon wieder gar nicht passt eigentlich. Got it. Der macht auch nichts, als sich die ganze Zeit umdrehen, oder? Wie willst du denn da irgendwas Sinnvolles machen? So, jetzt hoch hier. Schneller, schneller, schneller. Hoch.
Kill him. Jawoll. So will ich das sehen. Achso, ich könnte ihn erstmal noch taschendiebstalisieren. So. Komme ich da dran vorbei? Ja. Im geduckten Zustand geht das. Wuhu, Leute. Warum nicht gleich so, ne? Werdet ihr euch fragen? Frage mich auch gerade. Dann weiter, weiter, weiter. Leap of Faith. Und ich würde sagen, Leute, mit diesem Leap of Faith werde ich mich wieder von dieser Folge Assassin's Creed Chronicles India verabschieden. Mir macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß, auch wenn ich noch rumfähle. Ich gebe zu, das muss besser werden. Das möchte ich vor allen Dingen auch besser. Das macht mir dann selber immer nicht ganz so viel Spaß. Ja, wie gesagt, schreibt mir Anregungen oder Verbesserungen in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das dann auch umsetzen kann. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir unseren Mentor Hamid suchen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.